Und willkommen beim nächsten Part von Let's Play StarCraft Brood War mit Mike Gamer. Das war jetzt unerwartet ist immer noch. Aber ich habe gesehen, das ist nur auf meinem Headset zu laut. Im Video geht es von der Lautstärke. Ja. Mache ich das schon? Ja, mache ich schon den Ausbau zum Bau. Also der Bau, das ist jetzt die zweite Stufe. Man kann das Hauptgebäude upgraden. Ist bei den anderen Rassen auch nicht so. Ich ziehe mir jetzt noch meine Drohne raus, baue einen Hydraliskenbau und werde hier jetzt weitere Zerglinge morphen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie viele. Headset-Kabel, doof. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie viele Zerglinge da aus einem rauskommen. Ich glaube, das ist zwei Zerglinge pro Larve. Und ja, die sind jetzt auch, sagen wir mal, die sinnvoll. Der eine, der hat jetzt hier fast, das sind 10 HP. Dann ziehe ich da mal los. Hoffe, dass die den Bunker nicht nachgebaut haben. Nö, haben sie nicht. Und werde hier jetzt schön wegsmashen. Hab dann da die nächsten Zerklinge, das ist sehr schön. Die kann ich mir dann schnappen. Doof. So, euch mache ich platt. Die Feuerfresser bleiben hoffentlich weg. Ein Medic. Gefundenes Fressen. So, und dann rushe ich da gleich mit den Zerklingen rein. Da ist nochmal Zerklinge hier. Der Bau ist schon fertig. Da könnte ich jetzt den pneumatischen Panzer entwickeln. Schnellere Overlord-Bewegung. Was ist denn hier jetzt? Was zur Hölle? Gut, ich sollte dann mal Drohne. Muss man dann halt auch immer gucken, wenn man jetzt Drohnen baut, Drohnen nimmt zum Leute bauen, dass die immer nachgebaut werden, weil wie gesagt, für jedes Gebäude ist eine Drohne weg. Jetzt baue ich hier nämlich eine Kriecherkolonie hin. Denn ich habe ja gesagt, die kann man zu Verteidigungsgebäuden ausbauen. Nämlich, kann ich dir kurz zeigen, eine Sporenkolonie, wozu ich hier noch eine Evolutionskammer brauche, und eine Tiefenkolonie. Was wir auch schon aus anderen Zerg-Missionen gesehen haben. Dann baue ich jetzt erstmal die Evolutionskammer. Da. So, jetzt habe ich hier ganz viele Zerglinge, die werde ich erstmal hier unten hinziehen, damit die aus dem Weg sind. Wird das eine zweite Gruppe? Nee, nicht ganz. Dann baue ich noch eine Gruppe Zerglinge. Jetzt kann ich hier aber nichts mehr machen. Ich weiß es gar nicht, ob ich in der Evolutionskammer noch. Ja, da kann ich, glaube ich, noch den Schaden und die Panzerung ausbauen. Jetzt warte ich aber erstmal, bis das Ding fertig ist. Damit ich nämlich die Sporenkolonie machen kann. Das ist nämlich das Ding gegen Lufteinheiten, was, wie gesagt, wir schon aus anderen Missionen kennen. Und die Tiefenkolonie kennen wir ja auch. Also von daher ist das nicht so neu. So, jetzt habe ich hier Gruppe 2, da unten hin. Übrigens seht ihr schon, wie schnell die laufen. Denn hier der Dingsbums-Upgrade ist ja schon lange fertig. Ich sag mal, die laufen noch ein bisschen dumm, weil das ein altes Spiel ist und die Wegfindung nicht so toll ist, beziehungsweise die Animation und so. Das liegt jetzt aber am alten Spiel. Wenn man jetzt in StarCraft 2 guckt, da wuseln die Zerglinge wirklich, wenn die ihr Speed-Upgrade haben, wie sonst was durch die Gegend. Bauen wir noch mehr Zerglinge und bauen wir einen Overlord. Wozu ich auch gerade kommen wollte. Hier, man könnte den pneumatischen Panzer entwickeln für die Overlords, die hier ganz lahmarschig sind. Die würden dann schneller fliegen. Dann könnte man hier den Bauchbeutel erforschen. Und dadurch werden die Dinger zu Transporteinheiten. Also das, was man auch von den Terranern und den Protoss kennt, dass man da halt wirklich Transporteinheiten hat. Weil der Unterschied ist, bei Zerg und Terranern,
Bei Protoss und Terranern sind das separate Einheiten und hier sind es halt die Versorgungsdepots, sage ich mal, die gleichzeitig einerseits mobil sind, andererseits Leute mitnehmen können. So, dann gucken wir mal. Jetzt habe ich hier wieder drei Larven. Machen wir zu Zerglingen. Und das reicht dann auch erstmal. Dann habe ich drei komplette Gruppen Zerglinge und ein bisschen Zergüberschuss. Zwei Zerglinge müssten da zu viel sein. Kann hier schon mal gucken. Schnellere Hydraliskenbewegung erforschen. Was war hier jetzt? Panzer. Hilft sowohl meinen Zerglingen als auch den Hydralisken. Ach komm, dann bis der Panzer fertig ist, mache ich nochmal Zerglinge. Kann ich ja hier schon mal gucken. Gruppe 3. Das wird ein altbekannter Zergling-Rush. Na gut, Rush nicht. Ein Zergling-Rush wäre im Early Game, also zu Anfang des Spiels. Aber trotzdem, das wird ein Zergling-Gemetzel. Hier könnte ich eigentlich noch mal eine Tiefenkolonie draus machen, falls die tatsächlich mit Bodeneinheiten hier dran vorbeikommen. Was ich eigentlich schade fände, weil dann die Eliteeinheiten weg sind. Dann kann ich auch gleich mal gucken. Jetzt erstmal noch mehr Zerglinge. Und wenn ich dann gleich meine ersten Hydralisken habe, könnte ich auch mal gucken, wie weit, beziehungsweise wie stark die sind und das dann mit denen vergleichen. Ach, hier gibt's schon Gemetzel. Eigentlich schade, dass dafür jetzt meine ganzen Zerglinge drauf gehen. Also wie gesagt, die halten nicht allzu viel aus, aber dafür sind sie billig. Da gucke ich jetzt nochmal Gruppe 1 da unten hin. Hier habe ich so ein paar und die paar macht Gruppe 2. Na, dann muss ich doch nochmal ein paar produzieren. Man kann jetzt auch, das mache ich auch erstmal, weil ich genug Rohstoffe habe, einfach eine zweite Brutstätte bauen. Kann man doppelt so schnell Einheiten bauen, weil jede Brutstätte produziert ihre Larven. Wenn man zwei Brutstätten hat, werden halt doppelt so viele Larven produziert. Klingt, glaube ich, logisch. Und ja, aufgrund dessen, aber ich ziehe meine Zerklingen mal hier hin. Die regenerieren sich übrigens auch. 20 HP, 21 HP. Also von daher macht es bei Zerg auch relativ, naja, gut, ich sag mal, Menschen können Einheiten reparieren und mit dem Medics auch heilen. Von daher macht da Hit and Run auch Sinn, aber ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Also die können sich halt regenerieren und somit spart man sich Ressourcen, wenn man eine fast tote Einheit zurückzieht. Dann hier nochmal Zerglinge. Hier fehlen jetzt nur zwei. Der hier ist fertig. Dann kann ich mal einen größeren Angriffsradius für Hydralisken noch machen. Der hier ist noch nicht fertig. Der ist gleich fertig. So, jetzt habe ich da meine dritte Gruppe. Kann jetzt mit Gruppe 1, 2 und 3. 1, 2, ah ja, doch, waren verschiedene. Jetzt ziehe ich hier runter. Ist natürlich doof, dass man die jetzt in drei Gruppen hätte. In einer Gruppe wäre es für mich persönlich besser, aber ist halt ein bisschen mehr Micro. Ja. Mhm.
einiges. Na gut, ein bisschen was habe ich verloren, aber jetzt alle da drauf. Ah, Panzer, scheiße. Ja, doch erstmal da den kaputt machen komplett. Dann vielleicht noch ein Panzer. Ah, der geht nicht drauf. Na gut, das war jetzt mein Problem, weil ich das nicht einberechnet habe, dass der auch sich auf die Art eine Barrikade gebaut hat. Gut, dann setze ich meine Units mal wieder alle dahin, produziere ganz viele Hydralisken und gehe auf die zweite Stufe. So, hier dann erstmal weiter auf Verteidigung gehen. Beziehungsweise könnte man dann auch eine zweite Evolution Evolutionskammer machen und beides gleichzeitig. Ich speichere hier jetzt erstmal ab. Ja, jetzt habe ich einen überschrieben, statt einen neuen zu machen, auch doof. Naja. So, hier, nee, da war das genau. Autsch! Ah, fuck. Der Panzer war ja noch da. Laden wir das. So, dann hier erstmal weiter. Kommst du erstmal hier, baust mir einen Schößling. Dann werden das jetzt gemischte Angriffswellen, kommen hinterher noch Lufteinheiten dazu. Und wenn man jetzt hier zwei Hauptgebäude hat, dann gehen die Ressourcen auch relativ schnell zur Neige. Also habt ihr ja gerade gesehen, wie viel ich noch hatte und jetzt ist davon nicht mehr allzu viel übrig. Aber ich hatte da doch noch Zerklinge, die ich mir hätte schnappen können. Wo waren die denn da? Ich glaube, die waren da in der Ecke. Ich hoffe nur, jetzt kommt kein scheiß Trupp, der mir meinen BBF wegschnappt. Nee. Gut. Der Allesfresser, das sind auch Elite-Einheiten. Kann ich ja dann gleich mal gucken. Die Dinger haben 120 HP. Die Dinger haben nur 35. Das ist mal eben das Vierfache. Circa, ungefähr. Nicht ganz. Die Dinger haben 160 HP. Die Dinger nur 80. Das ist das Doppelte. Also der da. Gucke ich mal nach dem Angriff. 10. Auch 10. Rüstung 0. 2 plus 1. Also das ist... Im Schaden haben sie nicht mehr, aber die halten um einiges mehr aus. Wie sieht es mit den Allesfressern aus? 10 Schaden. 3 plus 1 Panzer. 5 Schaden. 0 plus 1. Also die haben da doch schon, also hier die Allesfresser, die haben doppelt so viel Schaden. Schade, dass es davon so wenig sind. Wenn ich davon jetzt mehr hätte oder die nachbauen könnte, dann würde ich das natürlich begrüßen. Aber so kann ich nur die normalen Einheiten bauen und naja. So, jetzt bauen wir ein paar Mutalisken. Habe ich da 3 im Gas? Nein, nur 2. Dann der nächste, der ist Mineralien, der hier. Der kommt dann auch noch ins Gas. Gut, gut, gut. Kleine Aufbauphase, aber was soll's. Währenddessen muss ich mal gucken. Schnelle. Ah, kann ich nicht erforschen.
So, jetzt seht ihr auch schon mal die Sporenkolonie, die ich gebaut habe. Die tut ihren Dienst. Die rotzt nämlich die kleinen Lufttrupps ruckzuck weg. So, hier haben wir jetzt Fliegerangriff wird erforscht. Hier habe ich die. Die kann ich nicht zu Wächtern ausbauen. Na gut. Dann muss das so gehen. Damit habe ich jetzt erstmal nur vor, den Panzer wegzurotzen. In der Hoffnung, dass ich keinen Mutterlisken verliere. Hier war nix. Genau. Das war da oben. Hier muss ich mir dann auch so schnell wie möglich eine Echse sichern. Ist der jetzt repariert? Flieg doch mal einen Millimeter näher ran wieder. Nee, der ist nicht repariert. Das heißt, ich werde den platt machen, hier wieder zurück, über den Berg wegfliegen, in der Hoffnung, dass die am Leben bleiben. Guck ich mal angreifen. Wegrotzen, abhauen, abhauen. Einen habe ich verloren. Und einen fast verloren. Naja, dafür, dass der Panzer weg ist und der Panzer die Dinger nicht wegrotzen kann, muss ich sagen, super Ergebnis. Gucke ich jetzt mal. Mache ich davon nochmal ein Upgrade? Kosten die auch Gas? Da. 25 Gas, da kann ich mir aber noch ordentlich was von holen. Ja, war klar, dass du Overlords haben willst. Machen wir auch. So, wenn die dann jetzt geschlüpft sind, ziehe ich los. Das ist schon mal Gruppe 1, kann sich da unten hinstellen. Naja, und eine kleine Gruppe. Du nicht. Zwei. Obwohl, gehe ich mal nur mit einer Gruppe los. Was wollte ich noch? Das ist im Bau, da kann ich nichts bauen. Das ist im Bau. Ja, hier nochmal zwei Overlords. Und da gehen auch schon die Mineralien aus. Ich hoffe nur, dass ich jetzt den Mist da oben wegrotzen kann und mir dann da die Echse bauen kann. Weil mir das hier im Moment zu langsam vorangeht. Zu langsam voran. Warum laufen die so verteilt? So ist hier, wie gesagt, alles wegrotzen. Sieht super aus. Ein bisschen was verliere ich, aber lässt sich verkraften. So, gucken, ob da noch was ist. Nö. Dann hier Position halten. Du kommst da unten hin. Baust mir gleich eine Brutstätte für 300 Mineralien. Bei den anderen beiden Rassen kostet es, glaube ich, 400 Mineralien. Von daher ist es hier beim Zwerg schon um 100 günstiger. Und ist universeller, da es ja, wie gesagt, nicht nur als Hauptgebäude dient. Verdammte Scheiße. Gut, dass ich hier noch was gelassen habe. Alles mal in die Richtung vordringen. Ihr auch. Und schon ist das Ganze relativ gut abgewehrt. Keine Einheit verloren, soweit ich das sehe. Alle wieder zurück. Da. Ach, da bist du. Alle wieder zurück. So, den, den und den hier lassen. Den Rest da unten hin. So. Die Dinger bauen. Da. Ja, Entschuldigung.
Aber ich habe vergessen, dass ich das übers Hauptgebäude machen muss. Da Sammelpunkt. Nein. Sammelpunkt wollte ich setzen. Da. Was ist das da? Oh mein Gott. Das ist heftig. Den brauche ich. Das habe ich natürlich nicht dran gedacht, dass ich die Mineralien brauche für meine... Pauli? Ist jetzt auch sinnvoll, dass die hier ausschließlich mit... Tausenden Medics kommen. Und die heilen sich mal eben gegenseitig, wenn sie nichts Besseres zu tun haben. Gut, dann würde ich mal sagen, speichere ich hier nochmal unter F. Nehme mir den Psi-Emitter. Oder ne, ich gehe lieber manuell, nicht, dass er einen anderen Weg nimmt. Und hole mir den wilden Zerg, der da rumläuft. Ich hoffe nur, den kann ich mir holen, nicht, dass er mich angreift. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das ein Wilder ist, den man sich fangen kann, oder ob das... Oh mein Gott, ein wildes Zerg! Pokéball, los! Ja, nee, oder ob der da so ein Gegner ist. So ein feindlicher Zergstamm. Gucken wir mal. Der gehört jetzt mir, wunderbar. Dann den Emitter wieder in die Hauptbasis. Den... Was hat der? 50 Schaden. 4 plus 4 Panzerung. Nice. So, was habe ich hier noch? Weiter Geschosse ausbauen. Hier weiter Fliegerangriffe ausbauen. Halt. Abbrechen. Abbrechen, ich bin doch dumm.